Aus Sicht der Finanzmärkte wird es immer wahrscheinlicher, dass Donald Trump die US-Wahlen gewinnen wird. Und das sieht man auch an den Kapitalflüssen, zum Beispiel an den Kapitalflüssen in Gold. Denn die sind in der letzten Woche so stark angestiegen wie in den letzten Jahrzehnten, nur ganz, ganz selten. Und warum passiert das nun? Man sagt sich, ja, das könnte mit Trump eine heiße Nummer werden, denn der will ja bekanntlich nicht nur die Zölle anheben, was latent inflationär ist, sondern er hat jetzt auch eine Idee promotet, die in den USA bis 1913 konstant der Fall war, nämlich dass man gar keine Steuern erhebt, also die Amerikaner gar keine Einkommensteuer zahlen. Warum? Weil Trump sagt, naja, wir haben doch dann die Zölle und die Zölle finanzieren den Staat, dann brauchen wir die Steuern gar nicht mehr. Und wenn das wirklich käme, diese relativ radikal libertäre Idee, dann wäre das natürlich eine Steilvorlage für Gold, denn eins ist ziemlich klar, diese Anhebung der Zölle würde niemals reichen, um die Steuer oder die entgangenen Steuern auch nur einigermaßen zu refinanzieren. Also das wäre schon eine wirkliche Steilvorlage, dann würde Gold durch die Decke schießen, denke ich, denn Gold profitiert ja von zwei Dingen. Erstens von den sinkenden Zinsen derzeit, nachdem die Notenbanken die Inflation als besiegt erklärt haben, die Finanzmärkte aber, wie zum Beispiel in den Break-Evens sichtbar, von einer steigenden Inflation in nächster Zeit ausgehen. Also sinkende Zinsen auf der einen Seite und dann diese ausufernden Schulden auf der anderen Seite. Und wenn Trump kommt, würden die Zinsen wahrscheinlich noch weiter sinken, weil er Druck auf die Fed machen würde. Erstens und zweitens die Schulden wahrscheinlich noch weiter steigen. Und das wäre natürlich ein ideales Szenario für Gold. Schauen wir uns die Dinge mal an. An einem Tag, wo die Wall Street so ein bisschen in Partylaune ist, nach recht soliden Zahlen insgesamt von US-Unternehmen. Und wir starten aber zunächst mal mit eben diesen Zuflüssen in Gold. Hier sehen wir das. Die Bank of America erhebt ja immer diese Kapitalmarktdaten, die Geldflüsse. Und Bank of America's Hartnett, also der Analyst Hartnett, sagt, ja, also wir hatten jetzt unfassbar starke Zuflüsse in Gold und man fürchtet eben einen Wiederanstieg der Inflation, Populismus, wie es wörtlich in dieser Analyse der Bank of America heißt. Man will sich also absichern gegen das, was da kommen könnte. Und der Goldpreis, ja kürzlich auf ein neues Allzeithoch gestiegen, läuft jetzt nach einer kleinen Korrektur weitgehend seitwärts. Also da passiert was, da nehmen offenkundig einige Herrschaften die Füße in die Hand und Peter Schiff verweist darauf, dass das war ganz normale Politik bis eben 1913, also bis kurz danach dann eben der Erste Weltkrieg ausbrach, dann musste man das ändern und da ist Trump sozusagen in dieser amerikanischen Tradition, weswegen diese Idee, die in Deutschland total absurd erscheinen würde, in den USA durchaus irgendwie nicht ganz so absurd erscheint wie hierzulande, etwa in Europa. Und jetzt ist allerdings eben die Situation, damals war es so, dass die Regierung nur weniger als 2% des BIPs ausgegeben hat. Heute sind es 24% des BIPs, also du kannst vielleicht 2% Ausgaben in Relation zum BIP, die kannst du vielleicht mit Zöllen reinholen. Okay, kann man drüber sprechen, aber 24%, nein, das wird nicht möglich sein. Also ist das natürlich eigentlich zum Scheitern verurteilt, diese Idee. Und ja, also was da passiert, das kann man sich dann wirklich ausmalen. Die Defizite werden weiter steigen. Jetzt ist die Frage, was passiert bei Gold? Jetzt gibt es erste Analysen, die sagen, ja, also dieser Rausch, der ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Experten zum Beispiel von der Commerzbank sagen, ja, 2600 Dollar. Da könnte sich der Goldpreis einpendeln. Hier diese Grafik, die Sie hier sehen, sind die Goldkäufe der Zentralbanken, die natürlich ein wichtiger Faktor sind. Die Chinesen kaufen derzeit allerdings nicht mehr und die Commerzbank sagt, ja, also der könnte sich da einpendeln, der Goldpreis bei 2600 Dollar. Und das würde sich nur ändern, wenn die Zinssenkungserwartungen sich ändern, man also mehr Zinssenkungen erwartet oder wenn sich die Lage im Nahen Osten zuspitzt. Also in der Analyse von der Commerzbank keine Rede von Donald Trump, jenseits der geopolitischen Risiken, eben diese
haushalterischen, die fiskalischen Risiken, die jetzt damit noch dazukommen. Da, glaube ich, hat man einen Punkt verpasst. Und hier sehen wir mal, dass die Amerikaners auch im internationalen Vergleich wirklich es mit am heftigsten treiben. Hier sehen wir mal Government Debt in Relation zum BIP, also die Schulden in Relation zum BIP. Und wir sehen in der Eurozone, da läuft das im Grunde seitwärts seit einiger Zeit. In Großbritannien geht es nach oben, aber nicht so drastisch eben wie in den USA. Besserung nicht in Sicht, auch durch Harris nicht, wenn sie die Wahl gewinnen würde. Bei Trump denke ich schon mal dreimal nicht. Aber jetzt ist die Frage, wie gehen die Märkte damit um? Hier habe ich eine sehr interessante Grafik von Michael Silver. Figuring out YouTube, so sein Twitter-Kanal, sein YouTube-Kanal. Und hier sehen wir, dass die Renditen, also die Kapitalmarktzinsen, etwa die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe, die faktisch die Benchmark schlechthin ist für den Anleihemarkt weltweit, dass die eine Tendenz hat, Richtung Ende Oktober ein Top zu erreichen. Das haben wir sehen wir seit 2021. Da haben damals 22. Oktober das Top erreicht, dann 2022 der 21. Oktober 2023, also im Vorjahr der 23. Oktober. Und haben wir jetzt die Hochpunkte gesehen? Den bisherigen Hochpunkt hatten wir ja jetzt dieser Bewegung auch am 23. Oktober. Also saisonal scheint der Ende Oktober der Zeitpunkt zu sein, wo die Renditen, die Kapitalmarktzinsen austoppen. Und das wäre ja eigentlich gut für Gold, wenn die Kapitalmarktzinsen fallen. Denn Gold ist ja gestiegen, trotzdem die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind und trotzdem der Dollar gestiegen ist. Hier sehen wir mal die Saisonalität des Dollars und auch der neigt dazu, im Oktober ein Hoch zu erreichen. Das war jetzt in den letzten beiden Jahren so. Da ist er dann im Oktober auf ein neues Hoch gestiegen, um dann ziemlich drastisch abverkauft zu werden. Jetzt haben wir wieder diesen Anstieg gesehen in den Oktober hinein. In den letzten Tagen sehen wir so ein bisschen ein Nachgeben, keine deutliche Korrektur, aber eben nicht mehr diese Dollarstärke, die wir vorher gesehen haben. Und all das vor dem Hintergrund eben, dass die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft in den USA, die ist wirklich stark gewachsen. Gut, die Amerikaner haben da noch mal eine andere BIP-Berechnung als wir Europäer. Wenn wir die hätten, die sogenannte hedonistische Methode, die also sagt, ja, wenn wir zum Beispiel einen Chip haben, der doppelt so schnell ist wie die Vorgängergeneration, dann ist das eben Verdoppelung des Wachstums. Das wird bei den Amerikanern reingerechnet. In Europa wird das nicht reingerechnet. Also von daher muss man diese Zahlen mit einem gewissen Vorbehalt schon mal sehen. Aber eins ist klar, diese Schuldenzahl, die stimmt, die geht nämlich deutlich schneller nach oben, als die Wachstumszahl in den Jahren davor war. Das einigermaßen parallel gelaufen. Und das ist natürlich ein Killerargument für Gold. Und dass man sagt, ja gut, das scheint ja überhaupt nicht mehr irgendwie begrenzt zu sein. Die Büchse der Pandora der Schulden ist geöffnet. Jetzt ist the sky the limit und so hat sich auch Gold verhalten. Wir sehen hier diesen Anstieg und im monatlichen RSI, also relative Stärkeindex, der bemisst, ob ein Wert überkauft ist oder eben nicht, sehen wir einen Wert von 82. Alles über 70 gilt bereits als überkauft. Also wir sind schon ziemlich am Anschlag, könnte man sagen. Das muss nicht heißen, dass etwas sofort korrigiert, aber es zeigt eben, dass da schon ziemlich viel gelaufen ist. Und die Frage jetzt, wer gewinnt diese Wahl? Und immer mehr Umfragen deuten darauf hin, dass es Seth Donald sein wird, hier etwa Real Clear Politics. Die sagen, also Trump ist jetzt der absolute Favorit. Nicht unbedingt im Popular Vote, also nicht was jetzt die Gesamtstimmen in den USA betrifft, aber das ist ja eben unerheblich, sondern entscheidend ist ja, was in den einzelnen Bundesstaaten passiert, das sogenannte Electoral College, wie es genannt wird. Und laut dieser Real Clear Politics Umfrage dürfte Trump die Wahlen mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,9% gewinnen. Und eine Analyse von CNN zeigt, ja, also wir erwarten eigentlich auch einen Sweep, also dass eine Partei alles gewinnt, Präsidentschaft, Senat und Abgeordnetenhaus, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist deutlich höher, dass die Republikaner das schaffen werden. Und jetzt hier auch zum Beispiel Kalshi, eine Plattform, eine Wettplattform, bei der nur Amerikaner wetten können.
Hier sehen wir, dass von den 6 relevanten Swing States 5 an Trump gingen derzeit. Nur Michigan würde an Kamala Harris fallen. Entscheidend wahrscheinlich Pennsylvania, da läge Trump vorne. Eng ist es in Wisconsin. Ziemlich klar ist es in Nevada, in Georgia und vor allem in Arizona. Also da geht man davon aus, dass das schon klappen wird, während eben diese allgemeinen Umfragen, wo eben einfach alle Amerikaner gefragt werden, ohne diese Unterscheidung zu machen nach Bundesstaaten, da wäre das ziemlich ausgeglichen, 48-48%, wie eine New York Times Siena College Poll zeigt. Aber relevant ist, und das ist eben der entscheidende Fakt, diese Bundesstaaten. Und hier sehen wir in dieser Grafik, dass nur 15 Bundesstaaten seit dem Jahr 2000 überhaupt mal geswitcht sind. Also von Demokraten zu Republikanern oder von Republikanern zu Demokraten. Die allermeisten Staaten sind also solide auf einer Seite. Kalifornien zum Beispiel und New York bei den Demokraten, alles im mittleren Westen weitgehend bei den Republikanern. Also kommt es auf diese wenigen Staaten an. 15 eben dieser zahlreichen US-Bundesstaaten sind überhaupt sozusagen, wenn man so will, anfällig für einen Regierungswechsel. Und all das, wenn nämlich Seth Donald gewinnen würde, das würde unserem Robert Habeck überhaupt nicht gefallen. So hat er kürzlich vor einer Woche eine Rede gehalten, wo er sagt, diese unregulierte Form von X, also Twitter, sei nicht mehr akzeptabel. Es soll nicht sein, dass jemand, der Trump unterstützt, also Elon Musk mit seiner Vorstellung von Kommunikation, Diskurse definiert und dann sagt er, China reguliert ja auch. Das ist ein interessanter Hinweis. Also wir machen es nach dem Vorbild der Chinesen und werden Twitter respektive X mal ganz eng an die Leine nehmen. Also wir schränken die Meinungsfreiheit ein, als Schutz natürlich der Demokratie. Das ist ein hochgefährlicher Gedanke, denke ich. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Wir sehen bei X linke Posts, rechte Posts, pro Kamala Harris, pro Trump, in Deutschland genauso pro AfD, pro Grüne und so weiter. Das ist Meinungsfreiheit. Wenn jemand diese Grenzen der Meinungsfreiheit übertritt und juristisch anfechtbare Dinge macht, dann kann man ihn juristisch belangen, aber gleich die Plattform zu verbieten oder so stark einzugrenzen, zeigt, wie hier wirklich das Demokratieverständnis ist. Und das vor dem Hintergrund, Elon Musk fördert also Donald Trump, klar, wissen wir alle. Aber was ist mit Bill Gates? Da ist es nämlich so, dass der zum Beispiel in Deutschland den Spiegel mit mehr als 5,4 Millionen Dollar unterstützt hat. Und man kann sich vorstellen, dass er da durchaus auf das Mindset des Spiegels ja auch Einfluss nimmt. Man wird also beim Spiegel wahrscheinlich nichts schreiben, was ganz gegen die Meinung, ganz gegen die Interessen, die Vorstellungen von Bill Gates ist. Also wenn wir schon diese Milliardäre haben wie Musk oder wie Gates, dann wäre es doch nur okay, dass sozusagen jeder seine Medien forciert. Dann haben wir eben eine Meinungspluralität. Ich finde das okay. Aber zu sagen, die verbieten wir, während eben das hier scheinbar kein Problem sein soll, das erschließt sich mir nicht ganz. Und das sehen die Amerikaner genauso, by the way. Neue Umfrage, die zeigt, 63% der Amerikaner sagen, Free Speech ist sehr, sehr wichtig. Hier wurden die eben gefragt, ja, was sind so die wichtigsten Punkte, für die du einstehst? Dann ist ganz oben Inflation or increasing costs, also das, was ich immer wieder anführe, diese gestiegenen Kosten für die Leute, und an zweiter Stelle dann schon eben diese Free Speech. Kürzlich hat ja Kamala Harris auch aufgerufen, dass Trump wieder von Twitter verbannt wird. Also die Herrschaften aus dem eher linken Spektrum, die haben es mit der Meinungsfreiheit derzeit nicht mehr so, gell? Demokratie ist nur dann, wenn sie in unserem Sinne praktisch funktioniert, wenn die Leute uns also wählen. Wenn sie es nicht tun, dann wären wir ein bisschen grantig, würde der Münchner sagen. Also das kann nicht sein. Die Märkte sehen das anders, die Wall Street vor allem. Hier sehen wir nochmal diese Umfrage. Was würdet ihr tun? Und da werden vorwiegend große Dickfische befragt an der Wall Street. Was würdet ihr tun, wenn Harris gewinnt? Dann würden deutlich mehr Equity Risk reduzieren, also Aktienpositionen reduzieren. Bei Trump würde man überwiegend, wie wir hier sehen, eben in Aktien gehen. Das ist also etwas, was die Wall Street offenkundig favorisiert. Zumal wir ja jetzt in eine Situation kommen, wo ab Montag, wenn man so will, die saisonal sehr gute Phase beginnt. Kurz vor den US-Wahlen geht es meistens nach oben, 28. Oktober, Booms, und dann geht es deutlich nach oben. In diesem Jahr scheint alles irgendwie anders, da ist es ja nicht wirklich nach unten gegangen. Im Gegenteil, also wir haben diese Saisonalität jetzt nicht, die wir normalerweise in Wahljahren sehen, interessanterweise. Und das, obwohl wir an einem interessanten Punkt sind, nämlich dieser Aufwärtstrendkanallinie beim S&P 500 seit dem Jahr 1900.
1929, da war doch was im Jahr 1929, was weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, meine Damen und Herren. Aber es gibt keine Gefahr, heißt es, denn die Ökonomen, die haben jetzt ihre BIP-Prognosen angehoben. Es ist das absolute Goldilocks-Szenario, in das hinein die Fed dann unbedingt die Zinsen senken sollte. Wir haben vorhin bekommen die BIP-Beschätzung der Atlanta Fed GDP Now bei 3,3%. Also wenn eine Wirtschaft angeblich mit 3,3% wächst, dann musst du ganz rapide die Zinsen senken, weil sonst hast du natürlich ein Problem. Und das hat jetzt kürzlich auch ein ehemaliger Fed-Banker, nämlich Kevin Warsh, gesagt. Der sagt also, das, was die Fed da gemacht hat mit der 0,5er-Senkung, das geht eigentlich gar nicht. Das widerspricht allem, was sie vorher gesagt hat, nämlich datenabhängig zu sein. Die Daten seien besser geworden vor diesem großen Zinsschritt und vor allem die Inflation, die PCE-Inflation, die für die Fed ja erklärtermaßen die wichtigste ist, die ist tendenziell wieder nach oben gegangen. Nicht viel, aber eben nicht mehr in diesem Abwärtsmove. Und da sagt er, ich verstehe das nicht, warum man das nicht gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass sie politisch orientiert sind. Aber er schließt es eben auch nicht aus. Er deutet das an, dass das wohl doch durchaus eine politisch motivierte Entscheidung gewesen ist. Und dann können alle natürlich jubeln, die Fed senkt die Zinsen. Dann kann man auf unbegrenzt steigende Aktienmärkte setzen. Und das hat sich jetzt die New Yorker Börse auch gedacht und sagt, wir werden das Handeln von US-Aktien auf 22 Stunden ausweiten, nämlich von 1.30 Uhr nachts deutscher Zeit auf dann 23 bis 23.30 Uhr, also nur zwei Stunden, in denen man nicht handeln kann. Das, es gibt ja in den USA schon einen vorbörslichen Handel und einen nachbörslichen Handel, aber eben nicht 22 Stunden lang. Also hier geht die ganze Geschichte weiter. Abschließend zum ersten Teil dieses Marktflüsters ein Hinweis: BRICS. Da ist nämlich jetzt, wo dieses Treffen ja passiert ist, eine gemeinsame Währung weit, weit, weit entfernt. Eine interessante Analyse dessen, was da eigentlich passiert ist bei diesen BRICS. Viele hatten ja die Hoffnung, die so ein bisschen amerikakritisch sind, ja, die werden da jetzt dem Westen es schon zeigen. Da ist noch nicht so richtig viel gekommen, muss man sagen. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite, mindestens ebenso dringende Empfehlung, ist der zweite Teil, wo wir uns die Wall Street anschauen, eben mal gucken nach Russland. Da gibt es Interessantes, nach Deutschland und diese ganzen Facetten, die derzeit von extremer Relevanz sind, uns nochmal anschauen. Also wir sehen uns gleich diese beiden Empfehlungen unten verlinkt. Also auch der zweite Teil des Videos und der Hinweis noch am Montag. Kein Videoausblick, aber dann Montagabend das Marktgeflüster. Also diese beiden Links, jetzt sage ich erst einmal Servus, bis gleich.